Tja, Freunde vom Buchenziehenkanal, was soll ich euch sagen? Ihr seht selber, die Ereignisse überschlagen sich. Die Bienen schwärmen und die Ziegen lärmen. Nein, die Ziegen haben gelärmt. Und zwar die letzte hier, unsere Püppi. Ich muss jetzt hier leider gegen die Sonne. Und hier muss ich hier erstmal rausholen, weil hier sollte, da ist alles verdreckt. Sie muss die sauber machen. Die hat hier einfach in unserem Pferdestall gelammt. Das andere war ihr wahrscheinlich nicht ruhig genug und hat hier Drillinge bekommen. Anna ist relativ klein. Und wer hier der Vater ist, der eine da hinten, also das hier ist ein Mädel. Das hier weiß ich noch nicht. Wir gucken mal. Ich glaube, das ist ein Junge. Und das ist hier auch ein Junge. Ich glaube, ein Mädel. Zwei Jungs. Jetzt muss ich mir erstmal Hilfe holen von meiner Frau. Und dann werde ich die mal hier raus und dann, dass sie sauber werden. Ich hatte es schon heute Morgen befürchtet oder erwartet, aber nö, sie hat noch ein bisschen gewartet. Und jetzt komme ich gerade vom Einkaufen zurück. Ja. Was bist du denn hier? Junge oder Mädel? Lass mich mal gucken hier. Du bist auch ein Mädchen. Ja. Fein. Und du bist eine weiße Edelziege. Wer da wohl der Vater ist.